Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Book of Unwritten Tales. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass ich das jetzt viermal hintereinander hingekriegt habe, nicht Europa Universalis 4 zu sagen. Und das, obwohl ich in letzter Zeit nur das aufgenommen habe. Deswegen, ja, herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 4 mit Nate und dem Vieh. Und wir sind gerade immer noch dabei zu versuchen, an dieser Pflanze, die mal Kopfhörer auf hat und mal nicht, vorbeizukommen. Und, ja, schauen uns jetzt noch mal ein bisschen weiter um hier. Mit irgendwas noch interagieren können. Wir können durch das Loch gehen. Gehen wir mal hier durch. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Ich glaube nicht, dass uns die Quallen weiterhelfen. Wenn es in diesem Turm etwas genug gibt, dann Licht. Ach so. Und Wahnsinn. Das definitiv. Nein, besser, ich versuche es von unten. Also von da, wo man in den Turm reinkommt, meine ich. Okay, aber tatsächlich funktioniert das. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe da so einfach dran gedacht, so überlegt, so, möglicherweise. Ja, probieren wir es nochmal. Hallo. Also, mal schauen. Ach Mist, die Pflanze ist wachsam, sie hat mich gesehen. Okay. Dann brauchen wir tatsächlich die Hilfe des Viehs. Nate, gib Vieh Seil, weil ist so. Und ja, ich gebe zu, ich habe nachgesehen. Das war mir zu blöd und Für dich. Ja, aber ich habe wirklich nur geguckt, dass man die Pflanze anlacken kann. Wie man genau und so jetzt weitermacht, das weiß ich nicht. Ne? Okay, locken wir den Blumentopf an. Na? Sie hat dich bemerkt. Die Pflanze ist zu... Ah, okay. Dann müssen wir das Vieh aufpumpen. Oder... Ach, wir müssen das Vieh nicht aufpumpen. Wir sind doch nicht blöd. Das schafft es doch auch alleine, indem es einfach hier durchgeht. Von hier aus können wir sie nicht fangen. Von hier aus können wir sie auch nicht fangen wahrscheinlich. Aber von hier aus. Achso, die ist schon da. Die Pflanze. Okay. Hä? Die Pflanze ist zu weit. Hä? Verarschen? Ach, jetzt auf einmal funktioniert es gerade. Eben hat es auch nicht funktioniert. Wollt ihr mich verarschen? Und jetzt die Blüten. Ausgezeichnet. Wunderschön. Wie geil. Kommst du dir auch so schmutzig vor? Nö. Toll. Okay, sehr schön. Damit haben wir jetzt Blüten. Was auch immer wir damit machen können. Wir geben es einfach mal alles Nate. Wir geben Nate die Blüten. Wir geben... Danke. Geben. Wir geben Nate das dünne Seil. Oh, toll. Und damit kann Nate... ja, können wir jetzt zurück ins Büro von Le Erzmagier gehen. Magier meine ich natürlich. Das Vieh kommt natürlich mit, um unsere glorreiche Heldentat mit anzusehen. Okay, was können wir mit den Blüten machen? Was soll ich schon tun? Hey, wir haben eine von euch gefangen genommen. Hier ein kleiner Beweis, dass wir es ernst meinen. Das wird nichts. Huh?
Okay. Okay. Meinetwegen füllen wir die Blüten in den Kessel, warum auch nicht? In Ordnung. Die Blüten kommen ins Wasser. Aha. Das Wasser, das in den Flakon tropft, verfärbt sich langsam. Ich glaube, das war's. Und jetzt? Riecht gut. Unten in der Stadt könnte man das sicherlich teuer verkaufen. Okay. Was? Obsession number one. Oh. No, Obsession. Ich glaube kaum. Das Ding riecht schon nach Pflanze. Ja, dann sprüh dich selbst ein. Oder irgendeines deiner Gegenstände oder das Vieh. Halt mal still, ich will dich mit dem Blütenextrakt einsprühen. Ach, stell dich nicht an, du wirst wie der junge Frühling riechen. Nun komm schon, denk an Layla. Na also. Na siehste, geht doch, wundervoll. Pudo. Ich denke mal, wir haben uns gerade selbst eingesprüht, deswegen können wir das auch übernehmen. Also schön. Sie hört nichts mehr und ich rieche wie eine der ihren, jetzt oder nie. Oh, geh weg! Da hat der Nate ja eine gefunden. Ich will nicht. Nein, heißt nein! Ach, jetzt auf einmal. Oh. Das war in letzter Sekunde. Die arme Pflanze. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich hoffe, das Ding ist wirklich magisch und ich kann es auch bedienen. Was zum... Oh oh. Cool, das sollte uns weiterhelfen. Na, wie haben wir das gemacht? Du sagst es. Zurück in die Nordlande, da werden selbstlose Helden gebraucht. Sehr schön. Yay, Errungenschaft freigeschaltet, Meistermagier. Kapitel 5, Ende und Anfang. Spannend. Spannend, 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 muss man schon sagen. Oh, so. Na komm, jetzt starten wir ein bisschen schneller. Ich frage mich natürlich nur, wie wir mit diesem blöden Zepter Munkos jetzt besiegen sollen. Moment, wir müssen die Sache genau planen. Ich habe mir dieses Zepter unterwegs ein wenig angesehen. Wie es scheint, kann man mit diesem Ding die Zeit manipulieren. Ganz recht. Man stellt hier am Griff ein, ob die Zeit beschleunigt oder verlangsamt werden soll. Und in welche Richtung. Oh Gott. Na, ob die Zeit in dieser seltsamen Blase vorwärts oder rückwärts laufen soll. Stell dir die Anwendungsmöglichkeiten vor. Die kosmetische Magie würde auf einen Schlag... Ja, natürlich. Erstmal ist Munkos dran. Okay. Leute, Aber danach wird es mich reicher machen, als es ein Herz jemals gekonnt hätte. Okay. Das ist geil. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie dieses Zepter nicht behalten können. Ich mache an dieser Stelle einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder nach einer etwas längeren Unterbrechung. Und, ja, wenn ich dran denke, das rauszuschneiden, dann wird's echt peinlich mit dem Video. Aber ich denke, bei der Länge werde ich mir dann doch schon Gedanken machen. Okay, also, wir sind jetzt wieder mal in den wundervoll aussehenden Nordlanden. Ich vermisse jetzt schon ein bisschen, ein Zepter, mit dem man die Zeit Entschuldigung, ich hab... Warte mal nochmal. Ein Zepter, mit dem man die Zeit manipulieren kann. Ich nenne es Zepter der Zeit. Oh mein Gott, was für ein innovativer Name. Munkos hat das Heiligtum erobert. Ob wir uns dafür sein U-Boot schnappen? Ja. Das würde den Viechern nicht helfen. Und außerdem dürfte das Ding gut bewacht sein. Wieso? Wir haben doch die halbe Kuh zerstört. Na egal, gehen wir in die Jedi-Hülle rein. Keine Zeit, um dem guten alten Cornelius einen Anstandsbesuch zu machen. Freund und Feind warten im Heiligtum. Okay, die Jedi-Hülle, wo der Jedi-Ritter auf uns wartet. Oh mein Gott, ey. Egal, betrachten wir mal die Wache. Hallo.
Na? Einer meiner Ex-Kollegen bewacht den Weg hinab in die Werkstatt. Nun muss ich zeigen, ob wir es mit unserer neuen magischen Waffe gegen die Schurken aufnehmen können. Hm. Hey, Wache! Weißt du, wie spät es ist? Oder, Moment. Rate mal, wem die Stunde geschlagen hat. Oder noch besser. Deine Zeit ist abgelaufen. Was meinst du, Kleiner? Hallo. Guck mal. Time to say goodbye. Cool. Okay, hat ja super geklappt. Die Axt können wir nicht nehmen, oder? Na gut, dann gehen wir weiter. Ah, schön. Der Pinguin ist... Kaum zu glauben. Der Pinguin auf dem Laufband erzeugt immer noch diese seltsame Energie. Was für ein geiler Pinguin. Wenn ich ihn altern lasse, würde ihm das Laufen schwerer fallen. Das wäre grausam. Ah. Hm. Ich könnte ihn verjüngern, bis er ein Ei ist und ihn morgen früh in die Pfanne hauen. Das wäre nicht grausam. Natürlich auch nicht viel netter wäre. Ich wollte gerade sagen, genau. Na gut, okay, dann gehen wir einfach mal weiter, oder? Können wir hier noch ein bisschen die Maschine betrachten? Das monströse Gerät vibriert leicht und es summt. Als wollten sich gewaltige Kräfte entladen und anwesende Pinguine und Viehretter in Stücke reißen. Sehr poetisch. Ein großes Metallfass. Es ist gefüllt mit einer übel riechenden Farbe. Hm. Hm, eine Schachtel mit schwarzen Dingen. Sind das Teller oder Schalen? Etwas in der Richtung. Okay, schwarze Schalen. Gut, yeah. Hi. Betrachte die Wolle. Hey, Wolle. Ich mag Wolle. Wolle ist wollig. Etwas Wolle? Vielleicht Schwitzwolle. Vielleicht auch nicht. Hm. Okay. Oh, nur eine Wache. Ich hätte gerne die Geschichte erzählt, wie ich hunderte von denen ausgeschaltet habe. Andererseits, ich war noch nie gut im Zählen. Moin. Halt, kein Zutritt. Wer will uns aufhalten? Du? Du glaubst wohl, heutzutage würde Muskelkraft noch etwas zählen? Du irrst dich, denn ich hab das hier. Hey. Und es funktioniert nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Das hier. Ui, jetzt hast du es mir aber gegeben. Au. Autschi. Okay. Ich glaube, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Oh, das klang nicht schön. Na, warum geht das Scheißding nicht? Vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, um sich aufzuladen. Oder es hat einen Wackelkontakt. So oder so. Wir sollten uns nicht allzu sehr darauf verlassen. Ach. Das wäre ja auch... Ich benutze das Ding zumindest nicht mehr, wenn das Ergebnis eine blutige Nase sein könnte. Besser, wir befreien Layla und die anderen mit konventionellen Mitteln. Und warum haben wir das dann gerade geholt? Wir müssen uns auf unseren Verstand, unsere Geschicklichkeit und unser gutes Aussehen verlassen. Bleibt zu hoffen, dass das Zepter im entscheidenden Moment beim Kampf gegen Munkus funktionieren wird. Vielleicht kann das Vieh ja an der Wache vorbeikommen. Ich meine, es ist ein Vieh und das ist das Heiligtum der Viehs und deswegen, warum nicht? Probieren wir es also einfach mal. Du bist doch eins von diesen Viechern, oder? Dann hast du keinen Zutritt. Okay. Viecher dürfen also nicht mehr in das Heiligtum reingehen. Der Chef kennt eine Menge seltsamer Leute. Aber du gehörst nicht dazu. Oh oh. Okay. Für dich. Und dem Vieh geben wir natürlich auch noch die Wolle. Genau, für dich. Bitteschön. Ja,
Welt kein Zutritt, oder? Sind Sie ein Freund vom Chef? Ich muss das checken. Eure Boshaftigkeit? Hier ist jemand, der behauptet, ein Freund von Ihnen zu sein. Ich kenne ihn nicht. Halte ihn. Ne? Nein, besser nicht. Okay. Ja, so aussieht er. Oh, herrlich. Okay, Na, schauen wir uns noch mal ein bisschen auf der Eisfläche um. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ich meine, wir sehen uns schon echt fancy aus, muss man dazu sagen. Nein, okay, du möchtest... Ja. Okay. Dann halt nicht. Okay. Ah, aber in die Höhle geht er, immerhin. Das heißt, wir finden hier irgendwas Bestimmtes. Bestimmt finden wir hier irgendwas. Immerhin gut zu wissen, dass er immer noch eingesperrt ist, der Kerl. Hallo. Hat er dich also auch genarrt, mein junger Freund? Gefangen wie ein Tier im Käfig und weiß es nicht einmal. Schön. Trag den Vorhang, da. Da, dann nimm da. Hehe. Okay, irgendwo habe ich hier Verkleidung gesehen. Naja, okay, was? Hier war was. Oder doch nicht? Ne, nur mit dem seltsamen Mann reden. Ansonsten ist hier wirklich nichts Neues. Ich meinte, ich hätte Verkleidung gesehen irgendwo. Ich untersuche die Landschaft episch. Okay, die Lampe können wir gucken. Okay, da können wir aber auch nicht mit interagieren. Na gut, dann gehen wir auch schon wieder zurück. Das war's ja. Und vielleicht können wir den Vorhang mit, genau, einfärben. Oh, toll. Top. Nehmen wir das Kostüm mal ab. Nein. Okay, du sollst eigentlich... Na, egal. Dann kann Nate vielleicht irgendwas mit dem Ding hier machen. Geben wir einfach mal... Ah, betrachten wir den Sessel. Okay, das heißt, da können wir irgendwas mit machen. Das war vorher nämlich, glaube ich, nicht möglich. Ich würde mich gern kurz ausruhen. Die letzten 2 Tage waren hart. Allerdings auch irgendwie befriedigend. Das Abenteuer, das Gefühl, das Richtige zu tun. Ja, ich könnte mich daran gewöhnen. Ja. Cool. Keine Zeit. Es gibt Viecher zu retten, Hexenmeister zu besiegen und wertvolle Zepter zu Gold zu machen. Und außerdem könnte sich mein Hintern etwas Angenehmeres vorstellen als ein Sessel aus purem Eis. Das kommt vielleicht noch dazu, genau. Okay, betrachten wir die Lampe mal. Genau, warum nicht? Ich kapiere diese Höhle nicht. Einige Möbel sind aus Eis, einige sind altmodisch und diese Lampe ist topmodern. Irgendjemand muss sich sehr viele Gedanken zur Einrichtung gemacht haben. Oder sehr wenige. Ja. Eine topmoderne Öllampe, jetzt mit 50% weniger Ruß. Sehr cool. Okay, dann gucken wir uns ein bisschen um hier. Vielleicht findet Nate ja noch was, was er benutzen könnte. Sieht nicht so aus. Schade. Hi, Cornelius. Nate, sind Sie es?
Ja, Melon und so weiter. Nate, ich habe einen großen Sieg errungen. Ein Sieg für die Wissenschaft. Ein Sieg der Intelligenz über die Verschlagenheit. Wow. Meine Kollegen werden... Oh, aber was machen Sie denn da? Kommen Sie raus, schnell! Schnell, kommen Sie zu mir in die Freiheit! Verlassen Sie die Zelle dieses Monsters! Ja, hören Sie, ich bleibe lieber noch ein wenig hier. Mein Luftschiff, das Heiligtum der Viecher, die nächste zivilisierte Stadt und meine Südseeinsel sind schließlich alle hier, in der Zelle. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich bin hier und genieße meine Freiheit, falls Sie mich brauchen. Ja, ich könnte dich brauchen, vielleicht. Cornelius scheint noch immer keinen Ausgang gefunden zu haben. Dennoch sieht er nicht gerade unglücklich aus. Er sollte sich am besten mal ein paar Stunden aufs Ohr legen und seine Situation morgen früh noch einmal überdenken. Okay, aber du kannst... nein, okay. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Ich dachte, wir hätten hier noch irgendwas zu erledigen, aber so wie es aussieht, haben wir das nicht. Na gut. Allerdings würde ich dann auch mal sagen, das war's mit diesem Part für heute. Ich hoffe mal, er hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Part. Ja, und bis dahin, macht's gut.